Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Das war's für diese Pressekonferenz. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Am Ende dieses Spiels, heute könnten Sie Meister sein. Kann es gelingen? Wir zeigen es Ihnen. Natürlich live. Regenwetter in Dortmund, keine optimalen Bedingungen hier im Signal Iduna Park, aber wir begrüßen Sie natürlich trotzdem sehr herzlich zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und es könnte heute für die Gastgeber der entscheidende Schritt zur Meisterschaft sein. Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg. Die Gastgeber könnten heute die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Ein großes Ziel, es kann klappen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier am Ende Jubelszenen erleben. Und so tritt der BVB heute also an. Sie wählen ein konventionelles 4-5-1. Das heißt, es wird viel auf das Mittelfeld ankommen. Da wird sich eine Menge abspielen. Bin gespannt, wie Sie das umsetzen werden. Die Aufstellung des VfL Wolfsburg, so gehen Sie in diese Begegnung. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Das war der Anstoß durch Wolfsburg. Jetzt geht's los. Ja, guter Pass. Suček. Meča. Abseits, ja, ich glaube, da müssen wir wieder mal auf die Zeitlupe warten. Suček. Lukas Meča. Dieses Tor kann Ihnen nicht gefallen, denn jetzt wird der Weg zur Meisterschaft immer steiler. Ja, ist es überhaupt noch möglich? Nur ein Sieg würde reichen, aber danach sieht es momentan nicht aus. Ganz im Gegenteil, jetzt muss eine Reaktion kommen. Da wird die Entstehung dieses Tors nochmal erst das feine Kurzballspiel und dann macht das stark. Unwiderstehlich, Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind, aber spitze gemacht.
Dortmund ist hinten. Mal sehen, wie schnell sie sich von diesem Tor erholen. Çalhanoğlu. Da gibt es Vorteil für den BVB. Hakan Çalhanoğlu. Ja, manch einer wundert sich. Abseits. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Vincenzo Grifo. Könnte der Ausgleich werden. Lucas Meja. Fischer. Meja. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Und dann ist der Ball doch weg, da waren sie zu unaufmerksam. Dortmund über außen. Vincenzo Grifo. Stark gemacht, das könnte was werden. Castells bleibt Sieger in diesem Duell. Klasse gehalten, das war eine Riesenchance. Ecke kommt in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Vincenzo Grifo. Malen. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Ecke in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Vincenzo Grifo. Malen. Gehalten. Aber Szene wird abgepfiffen. War abseits. Weiter geht es mit einem Einwurf. Wolfsburg kommt über den Flügel. Was macht er draus? Was für eine Parade! Aus dieser Distanz! Starke Szene! Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Jetzt kommt die Ecke. Sie spielen erstmal raus. Meja. Zieht mit dem Ball nach innen. Guter Zweikampf. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Das ist jetzt seine Chance. Castells ist da. Super Parade. Setzt sich im 1 gegen 1 durch. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Jetzt die Ecke. Geduldiger Aufbau.
Yannick Gerhard, ganz alleine. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Sebastian Haller. Ja, schwacher Ball hier. Hakan Çalhanoğlu. Das macht er sehr gut. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er verhindert die Flanke. Gutes Tackling. Alea. Çalhanoğlu. Da sind Mitspieler frei. Ball noch im Spiel nach dieser Castells-Parade. Hakan Çalhanoğlu. Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Wolfsburg kommt über den Flügel. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Yannick Gerhard. Zieht nach innen. Yannick Gerhard. Und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Die Balleroberung. Bellingham. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Malen. Sebastian Haller. Sebastian Haller! Ganz sicher. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Ecke in die Mitte. Pause. Sie wollen heute Meister werden, aber im Moment sieht es nicht gut aus. Noch bleiben 45 Minuten Zeit, aber ich bin bei dir. Das ist alles andere als brillant. Das ist keine Dominanz, die wir sonst von der Mannschaft kennen. Also, da muss jetzt was kommen. Wolfsburg mit dem Anstoß. Erste Hälfte läuft. Suček. Lukas Mecha. Çalhanoğlu. Vincenzo Grifo. Stark gemacht, das könnte was werden. Castells bleibt Sieger in diesem Duell. Klasse gehalten, das war eine Riesenchance. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Was für eine Parade! Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Castells ist da. Super Parade. Setzt sich im 1 gegen 1 durch. Sebastian Haller. Sebastian Haller! Ganz sicher.
Dortmund geht also mit einem Tor Rückstand in die zweite Spielhälfte. Der Ball rollt wieder. Sebastian Haller. Gute Chance jetzt. Da ist die Chance für Çalhanoğlu. Er ist zur Stelle. Schöne Aktion. Das frühe Stören jetzt. Er geht dazwischen. Male. Bellingham mit dem Ball. Bellingham. Ball weiter im Spiel. Könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Riesenchance, aber Kun Castells verhindert das Tor aus der kurzen Entfernung. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Jetzt der Eckball. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Bellingham. Ball wird hier erstmal geblockt. Fischer. Als nächstes kommt das Halbfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen Chelsea. Also das verspricht eine Menge. Das könnte ein Kracher werden. Platz zum Kontern. Malen. Dortmund verliert den Ball. Ja, da ist Platz jetzt. Da ist er zur Stelle. Vincenzo Grifo. Das könnte sein. Was für eine Distanz und was für ein Tor. Da nimmt er Maß und drin ist der Ball. Er zieht aus der Entfernung ab und der Ball ist drin. Keine Chance für den Keeper bei dieser Power, bei dieser Technik. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus, da haben Sie den Ball. Mecha. Yannick Gerhard. Da erobert er den Ball. Chance zum Konter jetzt. Und da ist der nächste Gegner, das VfL Wolfsburg, Buschi. Ja, es geht gegen Bayern München im nächsten Spiel in der Bundesliga. Toll gehalten von Kun Castells. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ecke kommt. Die spielen erstmal raus. Bellingham. Bellingham mit dem Ball. Vincenzo Grifo. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Guter Vorstoß. Kann was werden. Maximilian Arnold. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Viel Platz für den Konter jetzt.
Vincenzo Grifo. Der Konter läuft. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Suček. Meča. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Und jetzt hat er den Ball. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. Aber wir sehen es. Ballverlust. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Der Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. 1-1 der Spielstand. Nicht mehr lange zu gehen. Kurzer Ausblick aufs nächste Spiel. Der kommende Gegner der Dortmunder Borussen heißt Chelsea. Der Einsatz heute stimmt ja. Mal sehen, ob sie das dann erneut auf den Platz bringen können. Suček. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Und jetzt der Schuss. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Zeit ist nicht mehr auf der Uhr, Buschi, und auch die Fans spüren natürlich, jetzt liegt die Entscheidung in der Luft. Und es geht darum, nochmal die letzten Reserven rauszuholen, nochmal alles zu geben. Und mit diesen Fans im Rücken, da ist alles möglich. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Suček. Schöne Aktion von Torhüter, er hält sein Team im Rennen. Na, zumindest der eine Punkt scheint ihm jetzt so gut wie sicher. Kurze Eckball. Da zieht er ab. Den hält er natürlich. Weiterer Eckball für sie. Ecke kommt in den 16er. Abwehrversuch, scheitert, Szene geht weiter. Abseits, Buschi, und das sind so Szenen, die absolut vermeidbar sind. Ja, ja, Unordnung in der Mannschaft. Sie laufen aus dem Abseits zurück und dann dieser Pass, dieser schwache Pass, also das geht besser. Das war's, das ist der Schlusspfiff. Sie hätten heute gerne schon den Titel geholt, aber noch hat das nicht geklappt. Aber ich glaube, es gibt keinen Grund, sich entmutigen zu lassen. Es war ja nicht die letzte Chance. Nach wie vor sind alle Chancen da, es zu schaffen. Ich bin sicher, sie werden auch am kommenden Spieltag wieder alles geben, alles versuchen. Und es wäre verdient, wenn sie es packen. Suček. Lukas Meča. Çalhanoğlu. Vincenzo Grifo. Stark gemacht, das könnte was werden.
Castells bleibt Sieger in diesem Duell. Klasse gehalten, das war eine Riesenchance. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Was für eine Parade! Aus dieser Distanz! Starke Szene! Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Castells ist da. Super Parade. Setzt sich im 1 gegen 1 durch. Sebastian Haller. Ganz sicher. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgang. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich sein. Riesenchance, aber Koen Castells verhindert das Tor aus der kurzen Entfernung. Das könnte sein. Was für eine Distanz und was für ein Tor. Da nimmt der Mann. Toll gehalten von Koen Castells. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Schöne Aktion vom Torhüter. Er hält sein Team im Rennen. Ja, zumindest der eine Punkt scheint ihm jetzt so gut wie sicher. Da zieht er ab. Den hält er natürlich. Weiterer Eckball für Sie. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Vielen Dank. Okay, welcome everyone. We're now ready to start taking questions. Okay, guys, we're now out of time. Thank you very much for attending. Apologies if you are unable to get a question in. Es ist Halbfinalzeit und so langsam wird es dann natürlich spannend. Beide wollen ins Finale, aber nur einer kann es schaffen.
Wir zeigen Ihnen diese Partie live von der Stamford Bridge. Ein Regenschauer nach dem anderen zieht durch die Stamford Bridge und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und auf dem Programm steht das Halbfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. Chelsea gegen Borussia Dortmund. Halbfinal-Hinspiel und das ist ein Kracher. Zwei Teams, die, welche Überraschung, ins Finale wollen, die sich auch heute wahrscheinlich wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Es ist ein spannendes, ein hochinteressantes, ein offenes Duell. Aufstellung des FC Chelsea. Sie setzen heute in diesem Spiel auf eine 5-2-3-Formation. Fünferkette hinten, dann nur zwei Mittelfeldspieler, aber die werden natürlich in der Vorwärtsbewegung von den Defensiven unterstützt. Chelsea ist natürlich in der Spitzengruppe des englischen Fußballs, nur die umfasst eben aktuell schon 6, 7, vielleicht 8 Clubs. Also was da in der Premier League abgeht, das ist schon atemberaubend. Was die für Leute holen, da ist es auch für Chelsea kein Selbstläufer, oben dran zu bleiben. Und so tritt der BVB heute also an. Es war nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen. Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Und damit geht es nun los, dieses Halbfinal-Hinspiel aus der UEFA Champions League. Sterling. Immobile. Ben Chilwell. Verteidiger ist dazwischen. Die Ecke kommt rein. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. So langsam wird es gefährlich. Er geht dazwischen. Es gibt Einwurf für Chelsea. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Sterling. Ganz wichtig, dass Sie da zur Stelle sind. James. Kanté. Havertz. Chance zur Führung. Den Ball hat er. Ganz souverän. Wir feiern heute ein Jubiläum, Buschi. Nicht eins, sondern das des Trainers. Heute 50. Spiel auf der Trainerbank. Eine schöne Marke. Damit steht er, ja, ehrlich gesagt, nach wie vor am Anfang seiner Karriere. Hat noch eine Menge vor sich. Aber es ist nicht zu übersehen, das kann mal ein großer werden. Hat alle Voraussetzungen, um sich langfristig zu etablieren. Es wäre ihm zu wünschen, denn es macht immer Spaß, seiner Mannschaft auf dem Rasen zuzugucken. Ecke kommt. Oh, misslungene Befreiung hier. Bellingham. Malen. Ja, da ist Platz jetzt.
Den Ball gibt er erstmal nicht her. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Vincenzo Grifo. Daniel Malen. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Rückstand nun also für Chelsea. Das hatten sie sich anders auf. Immobile. Kanté hat den Ball. James. Jetzt James. Viel mit Auge. Havertz. Ist das der Ausgleich? Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Gleich nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst der Aufbau, Spielaufbau mit viel Geduld. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt. Ein tolles Tor. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Havertz. Immobile. Havertz bekommt den Ball. Chelsea immer wieder mit diesen tollen Pässen. Oh, da machen sie Druck. Sterling. Vielleicht die Führung jetzt. Gehalten. Aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen. Ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion. Eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Gut verteidigt. So, Ecke BVB, gute Chance hier in Führung zu gehen in dieser Partie. Jetzt der Eckball. Erstmal der Befreiungsschlag. Strafwürdige Aktion, wie ich finde, war ein gefährlicher Angriff. Es gibt die gelbe Karte gegen Chelsea. Richtige Entscheidung. Das war schon ein hartes Foul. Die Chance jetzt. Den Freistoß setzt er in die Mauer. James. Das ist Immobile. Immobile, weg ist der Ball. Salih Özcan. Ah, oh, toller Pass. Gute Aktion. Die Fahne ist oben. Das war eine schwierige Entscheidung. Havertz. Havertz. Kai Havertz. Am Ball Immobile.
Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Früh stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ballgewinn. Ist das die Führung? Er macht das Tor und damit hat er heute einen Doppelpack. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Çalhanoğlu. Bellingham. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Alea. Und wieder Çalhanoğlu. Sie holen sich hier den Ball. Silva. Jetzt wird's gefährlich. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Bellingham. Immobile. Machen Sie gut, Steilpass. Unglaublich, was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen und dann dieser sensationelle Reflex. Kurz ausgeführt. Flanke geht in den Strafraum. N'Golo Kanté. Super dazwischen gegangen. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Klasse Aktion. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Hakan Çalhanoğlu. Das ist wieder Çalhanoğlu. Durchgang 1 ist in diesem Moment zu Ende. Jetzt ist erstmal Pause hier an der Stamford Bridge. Und damit geht es nun los, dieses Halbfinal-Hinspiel aus der UEFA Champions League. Klasse Balleroberung, das war natürlich ein toller Zweikampf. Daniel Malen! Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0, sie wollten ja... Havertz. Am Ball Immobile. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Es gibt die gelbe Karte gegen Chelsea. Richtige Entscheidung. Das. Ist das die Führung? Was für eine Parade! Den habe ich schon drin gesehen und dann dieser sensationelle Reflex. Wir sind nach wie vor im Halbfinale-Hinspiel der UEFA Champions League. Die Pause ist vorbei. Nun geht's hier weiter. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Guter Steilpass, sie spielen den Ball hoch. Keine Gefahr mehr, gut gelöst.
Havertz. Ciro Immobile. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Kovacic. Das ist Bellingham. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen Bayer Leverkusen. Natürlich kommentieren wir auch diese Partie sehr gerne. Chelsea wechselt. So, Ecke kommt. Er holt sich diese Ecke ganz konzentriert. Den Ball wollte er einfach. Sterling am Ball. Malen. Da ist das Pressing erfolgreich. Könnte der Ausgleich werden. Das ist gut verteidigt. Sterling jetzt am Ball. Kanté. Immobile hat den Ball. Chelsea immer wieder mit diesen tollen Pässen. Oh, da machen sie Druck. Er macht zu. Gut den Ball abgefangen. Sterling sieht, da ist Platz auf außen. Wichtig, er holt den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Kann er erstmal befreien. Super Parade, also den hält nicht jeder. Sterling. Chilwell am Ball. Ben Chilwell. Immobile mit dem Steilpass. Ball ist erstmal weg, sie machen zu. Alea. Salih Özcan. Mateo Kovacic. Aber dann fehlt so die letzte Konsequenz. Angriff bringt nichts ein. Benoit Batashile. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erstmal geklärt. Kovacic. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Sebastian Haller. Schießt er ihn rein. Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Chelsea mit dem Wechsel. Ecke kommt in den 16er. Und es gibt Abstoß. Conte. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Joao Felix. Niemand kommt an den Ball. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Es gibt einen Wechsel. Malen.
Davide Calabria. Er geht dazwischen. Jetzt Chelsea mit der Offensive. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Bellingham. Da gibt es Vorteil für den BVB. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Abseits keine Frage, das war schön zu sehen, wie der Vorstoß einen Tick zu früh kommt. Und dann machst du es der Abwehr natürlich leicht. Ja, aber da muss die Abwehr aufpassen. Irgendwann geht sowas gut. Irgendwann kommt dieser Pass perfekt und dann wird es gefährlich. Chelsea geht dem Sieg entgegen und das freut die Fans hier natürlich. Tolle Stimmung an der Stamford Bridge. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Da kommt die Ecke. Oh, mit dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich war es nicht. Nun Danilo. Kanté ist das. Joao Felix. Chelsea immer wieder mit diesen tollen Pässen. Oh, da machen sie Druck. Er hat den Ball. Gute Aktion. Fischer. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Conte. Ball jetzt bei Sterling. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Kovacic. So, liebe Zuschauer, wir hören den Schlusspfiff. Das Hinspiel geht also an den FC Chelsea. Und was ist dieser Sieg wert? Natürlich, es ist ein leichter Vorteil. Aber ich bin mir sicher, es wird noch eine Nervenschlacht im Rückspiel. Alles drin, nach wie vor. Sie sind noch lange nicht im Finale. Da ist noch eine Menge Arbeit zu leisten. Ein Mann, der heute mit seiner Leistung nicht zufrieden sein kann, ist mit Sicherheit Raheem Sterling. Seine Leistung heute durchaus okay. Haben wir natürlich schon besser gesehen. Weiß drum. Klasse Balleroberung, das war natürlich ein toller Zweikampf. Daniel Malen, jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0, sie wollten ja... Havertz. Am Ball Immobile. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Es gibt die gelbe Karte gegen Chelsea. Richtige Entscheidung. Das. Ist das die Führung? Was für eine Parade! Den habe ich schon drin gesehen und dann dieser sensationelle Reflex. Sebastian Haller. Schießt er ihn rein! Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Chelsea mit dem Wechsel. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart.
Just a quick couple of questions. Thank you for your time. Really appreciate that. That's all the questions we have for you.